Zutaten für ca. 8 Stück, 1,5 Würfel, Klammer auf 21 Gramm, Klammer zu, Hefe 4 Esslöffel, Zucker 200 Milliliter Milch, 400 Gramm etwas Mehl, 1 Ei, Klammer auf, M Klammer zu, 40 Gramm, weiche Butter, Salz, 300 Gramm TK-Kirschen, 200 Milliliter Apfelsaft, 2 gestrichene EL-Speisestärke, 250 Gramm Schlagsahne, 4 Esslöffel Schokoraspel, Puderzucker zum Bestäuben, Backpapier, Hefe und 2 Esslöffel Zucker verkneten und warten, bis die Hefemischung flüssig geworden ist. Die Milch lauwarm erwärmen. 400 Gramm Mehl, Hefe, Ei, Butter, eine Prise Salz und Milch mit den Knethaken des Rührgeräts zu einem glatten Teig verkneten, Klammer auf S-Seite 61 Abbildung 1, Klammer zu. Zugedeckt an einem warmen Ort circa eine Stunde gehen lassen. 2 Einblech mit Backpapier auslegen. Teig auf leicht bemehlter Fläche ca. 2 cm dick ausrollen, Klammer auf S-Seite 61 Abbildung 2, Klammer zu. Mit einem Ausstecher, Klammer auf ca. 8 cm 0, Klammer zu, Kreise ausstechen, Klammer auf S-Seite 61 Abbildung 3, Klammer zu. Teigreste verkneten und Vorgang wiederholen, insgesamt 8 Kreise ausstechen. Auf dem Blech zugedeckt ca. eine Stunde gehen lassen. 3 inzwischen Kirschen auftauen lassen. Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 200/Umluft, 180/Gas, S-Hersteller, Klammer zu. Berliner im heißen Ofen 12 bis 15 Minuten backen, herausnehmen und auskühlen lassen. 4150 Milliliter Apfelsaft und 2 Esslöffel Zucker aufkochen. Stärke und Restsaft glatt rühren. Kochenden Saft damit binden. Vom Herd nehmen, Kirschen einrühren und Grütze auskühlen lassen.